Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von American Truck Simulator. Wie angekündigt, wir sind jetzt voraufgenommen, also für alles das, was in der ersten Folge gelaufen ist, an Kommentaren kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber das passiert dann in der Folge 3. So, wir brauchen einen neuen Auftrag, wir sind ja jetzt in Oxnard, wenn ich mich nicht irre, genau, da hatten wir unsere letzte Strecke dann liegen lassen. So, wie es aussieht, ist die beste Fracht, die wir kriegen können, ein Digger 1000 von Oxnard nach Fresno. Und da wir noch nicht in Fresno waren, ist das super. Den Auftrag nehmen wir doch gleich mal an. So. Ja, ich hoffe mal, die erste Folge hat euch gefallen. Die Unfälle waren ein bisschen peinlich, aber ja. Was soll ich dazu sagen? So, aber wir machen mal gerade eben noch mal kurz einen auf den hier und werfen mal einen Blick auf die Fracht. Ich meine, das ist schon... Ja. So, also ihr seht ja schon, ne? Die amerikanischen LKWs, hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, die aktuellen von Kenworth und Peterbilt, ja, die sehen so, weiß ich nicht, das sieht so stromlinienförmig aus. Also da muss auf jeden Fall noch was kommen, das oldschool ist. Das ist ganz wichtig. Absolut wichtig. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Gucken wir mal. Da kommt gerade nichts. Und auch hier haben wir Platz genug. Also auf geht's. Eine Sache noch, die haben wir beim letzten Mal gar nicht gesehen. Das fiel mir nämlich gerade noch ein. Ihr werdet öfters mal feststellen, dass ich, obwohl die Ampel rot ist, rechts abbiege. Das hat mich auch ein wenig verwirrt, aber ich habe das jetzt in einigen American Truck Simulator Videos auch schon gesehen. In den USA ist es anscheinend erlaubt, an einer roten Ampel rechts abzubiegen, solange man Vorfahrt gewährt. Okay. Machen wir. Da bin ich ja ganz entspannt. So, dann fahren wir jetzt schön ins Hinterland von Kalifornien, weg von der Küste. Das heißt, es dürfte jetzt auch zunehmend zerklüfteter und rauer werden. Na, da bin ich ja mal schwer gespannt, was wir da so zu sehen bekommen. So, Thema, genau. Das ich mir ausgesucht hatte, sollte eigentlich in die 7. Folge des Fahrtenbuches. Werde ich jetzt aber halt eben dann entsprechend auch hier verbraten. Nämlich letztes Jahr, relativ schon ein paar Monate her, aber trotz alledem immer noch ein Thema, das mir durchaus am Herzen liegt und über das ich auch nochmal gesprochen haben wollte, ist die Olympia-Bewerbung Hamburgs. So, und okay, ich bin zu schnell hier gerade unterwegs, dass ich gerade nicht darauf geachtet habe, ob ich hier zu schnell unterwegs bin oder nicht. So, also die Olympia-Bewerbung Hamburgs. So, zurück zum Thema. Hamburg hat sich ja erstmal mit Berlin darum gezofft, wer sich dort eben entsprechend bewerben darf. Und Hamburg hat dann die interne Vorstellung dort durchaus gewonnen und hat Berlin dort ins Abseits gestellt und hat dann eben entsprechend nach einer doch ziemlich deutlichen Kampagne auch noch eine Volksbefragung gemacht, ob sich Hamburg dann für die Olympischen Sommerspiele 2024 bewerben soll. Ja, die Stimmung war eigentlich, zumindest bei den Befürwortern, ziemlich... gehst du mal weg da? Danke. War ziemlich gelassen. Man ist eigentlich auch noch selbst am Wahltag davon ausgegangen, dass man irgendwie mit 55%, 57% dort die Nummer schaukeln würde und guckte dann am Ende des Tages ziemlich bedröppelt, als die Bewerbung seitens der Hamburger Bürger abgelehnt wurde. Das
ist natürlich eine echt herbe Klatsche gewesen. Wie ich finde, auch sehr interessant, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, wie viele andere wahrscheinlich auch, dass die Nummer ein Selbstgänger ist. Ob man nun dafür ist oder dagegen, es gibt eine entsprechende Mehrheit dafür und diese wird dann dort auch am längeren Hebel sitzen. Dem war aber anscheinend nicht so. Für diejenigen, die es interessiert, ich habe tatsächlich auch dagegen gestimmt. Ja, schlagt mich, aber es ist nun mal so. Und habe damit halt eben auch dann tatsächlich dazu beigetragen, zu verhindern, dass die Spiele nach Hamburg kommen. Ich sage es mal so, ich hätte es eigentlich nicht schlecht gefunden. 2024, da wäre mein Lütter auch schon in einem Alter gewesen, wo man ihn zu solchen Veranstaltungen hätte mitnehmen können. Und ich denke mal, das hätte, wenn man dann Karten gekriegt hätte... Ey, guck mal, da vorne ist ein Zug. Guck mal. Cool. Ja, dann hätte man ihn da durchaus halt eben mitnehmen können, wenn man die Karten gekriegt hätte. Und das wäre sicherlich dann auch für ihn, denke ich mal, eine durchaus unvergessliche Sache gewesen. Keine Frage. Das gleiche gilt ja auch für mich. Also ich war noch nie bei so einem olympischen Großereignis. Das wäre sicherlich schon ein echtes Happening geworden. Nur, ja, ich hatte halt eben ein Riesenproblem damit. Die Finanzierung stand meiner Meinung nach auf ziemlich wackeligen Beinen. Bis zum Schluss war nicht klar, wie viel Kosten letzten Endes auf Hamburg zukommen würden. Weil das Innenministerium, das an dieser Stelle halt eben zuständig gewesen wäre, also das Innenministerium, Achtung Berlin, keine endgültige Finanzierungszusage geleistet hatte bis zum Wahltag. Wenn man jetzt mal überlegt, dass die Kampagne mehrere Monate gelaufen ist, dann hätte man eigentlich diese Zusage locker sicherstellen können. Ganz im Ernst, aber das wurde schlicht und ergreifend nicht getan. Ich weiß nicht, wer das versaubeutelt hat. Keine Ahnung. Sind wir schon in Fresno? Ich weiß nicht, wer das versaubeutelt hat. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hatten diese Zusage nicht. Und wenn man mal überlegt, mit was da geplant wurde, ich glaube, da hieß es irgendwie was von wegen mit 11 Milliarden. Sorry. Das alleine von der Stadt tragen zu lassen, keine Chance. Mal abgesehen davon, eine Sache darf man hier auch nicht vergessen. Seitdem es darüber Aufzeichnungen gibt, hat keine Olympiade so viel gekostet, wie von Anfang an geplant. Und gleichzeitig, das muss man halt eben auch dazu sagen, gleichzeitig wurden die Verträge seitens des IOC so geschlossen, dass Hamburg auf jeden Fall auch mehr Kosten zu übernehmen hat. Also das IOC verdient Geld, aber Hamburg hat im Zweifelsfall die Schulden an der Hacken. Und das kombiniert in einer Zeit, wo gerade eben dieser FIFA-Skandal auch so richtig hochkochte. Ne? Wir erinnern uns alle, ne? Schön, Korruption, Bestechung, sonstige Geschmeiß, hast du nicht gesehen. Auf das Sommermärchen, tralalalalalala, hast du nicht gesehen. Hat natürlich dann auch nicht wirklich geholfen, die anscheinend in dem Moment doch dann negative Grundstimmung diesem Event gegenüber ja, zu verbessern. Aber was willst du machen? Jetzt ist es nun mal so gelaufen und ich sag's ganz ehrlich, es ist auch gut so. Warte mal, jetzt müssen wir hier mal den hier mal vorbeischlängeln. Das war ja jetzt ein Akt. So, ja, also das, meiner Meinung nach war es wirklich richtig, das zu tun. Ganz im Ernst. Wenn das Ganze wirklich vernünftig finanziert gewesen wäre, hätte ich mich da auch zu hinreißen lassen. Aber eine weitere Elbphilharmonie braucht Hamburg nicht. Mal abgesehen davon, dass die Elbphilharmonie in dem Moment dann wahrscheinlich wesentlich billiger gekommen wäre. So, hier seht ihr das, ne? Das ist rot und er steht schon im Verkehr drin und wartet im Grunde genommen darauf, dass er eine Lücke findet, damit er dort dann halt eben rein kann. Ja, und so kam es, dass ich gegen Olympia stimmte und
Ah, wir haben grün, alles klar. Und tatsächlich dann auch rechten Kram. Und ich finde das auch richtig. Was ich nicht richtig fand, das muss man leider ganz ehrlich sagen, war die Reaktion einiger Leute darauf. Da wurden dann halt eben so Sachen getwittert wie meine Güte, Perlen vor die Säue und sonst was irgendwie. Und gerade dann etliche Profisportler, die haben sich dann da auch sehr negativ drüber geäußert. Tut mir leid. In dem Moment muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Entweder der Kram wird vernünftig finanziert oder er findet halt eben nicht statt. Es kann nicht sein, dass so eine Nummer auf Pump finanziert wird. Das geht nicht. Und schon gar nicht auf Pump, wo so viel da halt eben entsprechend dann zu leisten ist. Und, jo moin! Und was mir dann halt eben an der Stelle halt eben auch nicht schmeckt, ist dann halt eben die Rede davon, ja, die deutsche Angst wäre wieder unterwegs. Und ich so, sorry, aber das hat doch gar nichts mit Angst zu tun. Das hat doch gar nichts mit Angst zu tun. Das ist schlicht und ergreifend nicht solide, begründet und finanziert gewesen. So, das ist alles. Und sobald man dort eben entsprechend ein passendes Konzept... Ich stehe ein bisschen schief, deswegen. Sobald man dort ein entsprechend passendes. Sobald man dort dann eben ein passendes, solides Konzept hin. Hopsasa! Eieiei. Ein solide, passendes Konzept hingelegt hätte, wäre sicherlich nicht nur ich, sondern auch die Mehrheit der Hamburger sicherlich gerne dafür gewesen. Aber wenn es darum geht, ein Großereignis zu finanzieren, wo in erster Linie ein paar Großsponsoren und sonstige Komitees davon etwas haben, dann bin ich da auch nicht dafür. So, wie schaut's denn aus? Ausgezeichneter Job, so soll's sein. Wir sind bei 1035 Erfahrungspunkten von 1400 bis zum nächsten Level. Und so wie es aussieht, haben wir diesmal ja dann auch sogar echt Plus gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Lass mich doch nochmal gucken. Nee, unsere Kreditlinie reicht noch nicht. Also müssen wir noch weiterfahren. Wir müssen ja mindestens in irgendeiner Art und Weise ich würde mal so sagen, so 50.000 eigentlich zusammenkriegen, damit wir dann weitermachen können. Naja gut, wir sind jetzt auf jeden Fall in Fresno. Die nächste Folge wird dann zeitnah produziert werden. Das müsste der... Oh Gott, ich habe keinen Kalender hier stehen. Egal. Die werde ich dann, wie gesagt, zeitnah produzieren. Das heißt, dann am davorgehenden Freitag und am Dienstag wird sie dann veröffentlicht. Da wird sie sich den Sendeplatz noch mit Mech Commander 2 teilen. Aber dann danach wird sie den Dienstagsplatz dann fest belegen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß beim Fahren und muss mich jetzt ehrlich gesagt leider zurücknehmen, nicht noch ein, zwei Runden zu drehen. aber vielleicht mache ich es ja doch, damit wir möglichst bald dazu kommen, unseren eigenen LKW zu kaufen und unsere eigene Firma dann so wirklich zu starten. Mal schauen, ich überlege mir das noch. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.